Ich kann nichts sehen, was auch nur annähernd nützlich wäre. So. Hier kann ich nichts mehr anklicken und ich kann auch... Die Krawatte ist nicht gerade eine gute Schnur. Schade. Dachte, ich kann sie mitnehmen. Kann ich? Das ist... Da sind schon genügend Löcher drin. Hm. Ich zerschneide die Schnur. Ich habe sie schon einmal zerschnitten. Ist das nicht genug der Qual? Ja, ich glaube, ich sollte den Ausweis mit der Schere durchschneiden können. Wenn ich nur einen Grund dafür hätte. Hm. Okay. War ein Versuch wert. So. Jetzt kommen wir aber hier... Endlich etwas Geld. Geld erhalten. Was ist das? Ist das alles? 5,75 Euro? Ich dachte, ich hätte mehr. Und ich ohne Kreditkarte. Toll. Jetzt ist sie leer. Keine Knete mehr. Ich bin so genervt, dass ich ihn einfach liegen lasse. Okay, ich glaube, wir haben jetzt soweit alles in dieser Wohnung auf den Kopf gestellt. Ich habe auch, glaube ich, nichts mehr gefunden. Kann ich den Sarg aufmachen? Nein, das ist nicht tot genug. Ach so, nee. Den Sarg zu eröffnen könnte ein oder zwei Tage dauern. Vielleicht später. Okay. Benutzen Piratensäbel. Ah, stimmt, aber ich kann zweites Mal drauf. Benutzen Piraten überhaupt Säbel? Ich kann mich nicht erinnern. So. Alien. Kann man hier irgendwie Loch? Nö. So. Hallo Björn. Sag mal, hast du gestern Nacht diesen Lärm gehört? Lärm? Was für ein Lärm? Es klang wie ein Streit auf dem Flur. Sag nicht, du hast das nicht gehört. Das hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Naja, nicht wirklich. Ich habe einen tiefen Schlaf, weißt du? Reden über den Streit. Kannst du mir mehr über diesen Streit erzählen? Mehr darüber erzählen, was gestern passiert ist? Naja, es waren zwei Männer, ihren Stimmen nach zu urteilen. Und? Und, oh, einer hatte eine tiefe Stimme mit einem Akzent. Und was ist mit der anderen Stimme? Lass mich überlegen. Sie klang ziemlich hoch und das ist so ziemlich alles, an was ich mich erinnern kann. Worüber haben Sie geredet? Ich konnte sie hören, aber nicht wirklich verstehen. Sie haben vermutlich eine andere Sprache gesprochen. Chinesisch oder Arabisch vielleicht. Hm. Ja, oder vielleicht war sie nur zu weit entfernt. Was ist am wahrscheinlichsten? Ah, okay, es wird ausgegraut, wenn ich hier alles darüber gehört habe. Sie selbst. Sag mal, Sandra, was arbeitest du eigentlich? Wassermelonenverkäuferin oder Barbecue-Reinigerin? Björn, ich bin Krankenschwester. Ich bin wegen meines Jobs nach Paris gezogen. Hier ist was für dich. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich dachte, das würde dir helfen, bis du kochen gelernt hast. Nein, danke. Ist das eine gute Idee? Egal. Was für eine nette Idee. Ich liebe Zeichentrickfilme. Und den habe ich noch nie gesehen. Ja, er ist ziemlich neu. Aber er gehört mir nicht. Ich kann den dir nicht ausleihen. Oh, wie schade. Hör auf damit. Das Licht blendet mich. Ups, tut mir leid. Was ist so lustig? Dieses Bild, es ist nur...
Okay, ich verstehe. Das ist das letzte Mal, dass ich ihn dir zeige. Sieh dir das an. Das ist Geld. Warum zeigst du mir das? Bist du... Hey, ich bin nicht so eine Frau. Nein, nein, ich wollte nicht nachdenken, bevor du handelst. Ich wollte, sollte wirklich anfangen, diesen Ratschlag zu befolgen. Ach nee. Nein, danke, ich habe schon eine Schere zu Hause. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie dir gebe. Und gibst du sie mir? Nein. Und das hier ist... was ist das? Ein Armband? Bietest du mir das an? Nicht direkt. Es ist viel zu wertvoll. Hm. Was für ein Flegel. Hm. Nun dann. Oh, bevor ich es vergesse, wo du gerade da bist, kannst du mir das Buch ausleihen, von dem du mir erzählt hast? Ein Buch? Ja, das Kochbuch. Oh, richtig. Ja, sobald ich es finde, bringe ich es dir. In Ordnung. Bis später. Oh, das hatten wir doch hier. Nee, falsches Zimmer. Super, das ist genau das Buch, das Sandra wollte. Wow, unglaublich. Ich muss nicht mehr kotzen, wenn ich mein Gekochtes esse. John Vollpfosten Koch. Kochen für Idioten. Ah, Trottel schön durchgestrichen. Sonderausgabe bestätigt von 99 aller geistig behinderten Personen. Das ist nicht so nett. Jetzt ist der Eindrangling in meiner Bücherei weg. Wenn ich sie denn nochmal sehe. Ja, jetzt wollen wir hier erstmal Kekse suchen. Hier gibt es nämlich auch Kekse. Oh, was haben wir denn hier? Ein Keks. Sandra mag also Gepäck. Interessant. Aufzug klemmt. Bitte brechen Sie in Panik aus und schreien Sie laut. Aufzug klemmt. Toll, jetzt weiß ich, was das nächste Mal zu tun ist. Okay, aber was, wenn ich stumm bin? Daran haben Sie jetzt nicht gedacht. Sandra hat die Wohnungsnummer 12. Rate mal, wer die Nummer 13 hat. Nein, danke. Sie haben gesagt, es soll den ganzen Tag über sonnig bleiben. Und meine Radiosender hat mich noch nie im Stich gelassen. Golfschläger. Sag mal, was macht der Golfschläger hier? Ich kann es mir schon vorstellen. Der arme Kerl, der denkt, seinen Regenschirm mitgenommen zu haben und dann versucht, seinen Kopf zu bedecken, wenn es anfängt zu regnen. Geschieht ihm recht, armer reicher Kerl. Ich spiele kein Golf. Aber ich hatte mal einen Onkel, der gespielt hat. Das ging nicht gut aus. Die Leute haben keine Ahnung, wie gefährlich dieser Sport sein kann. Okay. Es ist nicht rosa. Er ist nicht rosa und bedeckt mit kleinen blauen Blumen. Meine Schlussfolgerung als Detektiv, er gehört nicht Sandra. Okay. Haben wir hier einen? No Ads, keine Werbung. Oh nein, er wurde geleert. Wo werde ich jetzt benutzen Kaugummi für... Außer ein paar Sandwichbröseln ist nichts mehr übrig. Hier hat jemand einen Aufkleber hingeklebt. Bitte keine Werbung. Haben Sie das vielleicht mit einem Briefkasten verwechselt? Naja. Das sieht irgendwie aus wie ein Briefkasten, schätze ich. Da ist ein Keks. Das ist da. Oh, der Junge hat einen Keks zurückgelassen. Er hängt am Rohr. Cool. Und da im Mülleimer ist kein Keks? Nee, tatsächlich nur die Sandwichbrösel. Oh. Hier ist mal ein Kind runtergefallen. Man hat ihn am Rohr geklammernd vorgefunden. Zum Glück hat er nicht beschädigt. Meine Miete wäre sonst in die Höhe gestiegen. Ich bin kein Klempner. Weder klettere ich an Rohren, noch steige ich durch. Okay.
Da ist auch auf jeden Fall kein Keks mehr. Okay. Klingeln wollen wir hier mal noch nicht. Irgendwas sagt mir, dass ich es vermeiden sollte, ihn zu benutzen. Stockwerkanzeige. Das zeigt auch das Stockwerk an. Was bringt das? Ich weiß doch schon, dass ich im dritten Stock wohne. Das zeigt das Stockwerk an. Achso, mach es doch dann nochmal. Aufzug. Bin so müde. Muss ich wirklich die Treppe nehmen? Warte, noch nicht. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das hat meine Oma immer gesagt. Der Vollständigkeit halber. Tja. No! Was für ein Schwachkopf würde einen kaputten Aufzug benutzen? Nein! Das ist ja mies. Ich darf da nicht nochmal runter? Verdammt. Ich habe nie herausgefunden, warum es zwei Knöpfe gibt. Sollte einer nicht ausreichen? Gibt es wirklich irgendeinen Unterschied zwischen dem oben und dem unteren? Ich wäre überrascht gewesen, wenn es funktioniert hätte. Schade. So ein Mist. Ich wollte eigentlich runterplumpsen. Tja. Das heißt, ab jetzt erstmal besser zwei Dinger benutzen. Zwei Speicherdinger. Einfach weil. Verdammt. Oh, Keks. Oh, ist das... er steckt fest. Hab ihn. Ein Keks. In mehreren Stücken. Aber egal. Was für ein Unterschied macht das schon an den Magen? Dafür sieht er echt heile aus. Haben wir noch irgendwas? Na gut. Die Wohnungstür. Björn, warum klopfst du an meine Tür? Ich habe auch eine Klingel, weißt du? Oh, tut mir leid, ich bin an dieser modernen Geräte nicht gewöhnt. Davon mal abgesehen, wie findest du dich in deinem neuen Leben zurecht? Es ist hier echt anders als auf dem Land. Freunde zu finden ist viel schwieriger. Die Leute haben einfach nicht dieselbe Einstellung. Es würde mir nichts ausmachen, dir dabei zu helfen, dich in unserer schönen Stadt einzuleben. Obwohl Fernande, unser Hausmeister aus dem Erdgeschoss, dir da wohl besser helfen könnte. Innerhalb einer Woche wirst du viele Freunde finden, dass du nur noch eins willst. Zurück auf dein gutes, altes Land ziehen. Meinst du das jetzt ironisch? Hast du etwas gegen uns Landeier? Verzeihung, das habe ich falsch formuliert. Ich meine nur, dass ich lieber abgase als Kuhdung rieche. Was? Ich glaube, ich habe genug gehört. Auf Wiedersehen, Herr Tonen. Hoppala, vielleicht bin ich ein wenig zu weit gegangen. Kein Problem, ich lasse sie eine Weile beruhigen. Ich dachte, ich könnte versuchen, diesen Schloss zu knacken. Aber dann ist mir eingefallen, dass es die Tür meiner Lieblingsnachbarin ist. Geht nicht auf, seltsam. Warum ist die Tür abgeschlossen? Really? Wir sind mal so lieb. Du schon wieder. Ja, ich wollte mich wegen vorhin entschuldigen. Oh, ist schon okay. Immerhin bist du der Einzige, der in dieser Stadt noch mit mir redet. Wow, das ist traurig. Ihr habt ein Kochbuch. Wie versprochen, hier ist deine Bibel des Kochens. Die Verspätung tut mir leid. Um es wieder gut zu machen, schenke ich dir das Buch. Oh, das ist super. Vielen Dank. Damit werde ich endlich zu der Köchin, die ich immer sein wollte. Meinst du das ernst? Ich schulde dir was, Björn. Bitte nimm das. Poor Hector. Was zum Teufel ist das? Oh, das ist ein Feuerzeug. Das kann ich sehen, aber warum gibst du mir das? Ich habe es vor meiner Tür gefunden. Hat vielleicht den Männern gehört, die gestern Nacht so einen Krach gemacht haben. Du hast vorhin so interessiert geklungen. Daher dachte ich mir, ich gebe es dir. Gut nachgedacht.
Wer hätte das gedacht? Auf dem Feuerzeug steht etwas. Für Hector, mein Freund und besten Kollegen. Und darunter eine Adresse. Dumoulin LLC 15 Rue des Hornes, Paris. Ich sehe da besser mal nach. Neuen Ort freigeschaltet. Björn, bist du okay? Ja, tut mir leid, nur am Tag träumen. Bitte komm noch mal zum Abendessen vorbei. Ich gebe dir eine Kostprobe von meinen neuen Rezepten. Klar. Ich bin mir fein nicht sicher, ob das so eine super Idee ist. Aber gut. So. Nochmal speichern. Ja. Zurück. Fortsetzen. Und da darf ich. Wäre verrückt, was für ein Schwachkopf einen kaputten Aufzug benutzt. Verdammt, wir haben einen Todesweg ausgelassen. Ich glaube, mit ihr können wir eh nichts mehr reden. Das heißt, wir können. Lichtschalter! Der wird nie alt. Ein aus, ein aus, ein aus, ein aus. Oh, habe ich es jetzt kaputt gemacht? Nö. Ah, okay. Wir gehen dann runter und... So. Schönes Paris. 1:1 Nachbildung von Paris. Genau so sieht das aus und nicht anders. Ich würde sagen, wir sagen jetzt erstmal bei der Polizei Bescheid. Andrews Polizeirevier. Sieht aus, als hätte jemand auf einen Keks gezielt. Stehlen ist böse, Mord ist böser. Diese nützliche Nachricht wurde mit Steuergeldern finanziert. Ungelöster Fall. Heuern Sie einen Detektiv an. Na, das ist ja... Okay, das ist kein Keks. Da ist aber einer. Jemand, der wütend auf diese Behörden war, muss diesen Keks hier platziert haben. Da ist keiner. Schade. Wow, das nenne ich mal eine nützliche Nachricht. Nicht überraschend. Ich könnte schwören, dass ich dieses Gesicht schon mal irgendwo gesehen habe. Ich kann aber nicht sagen, wo und wann. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ja, ich bin ziemlich sicher, Krokodilermittler sind viel effizienter als die Polizei. Was ist das? Eine Liste? Karotten, Kartoffeln, Milch, Schinken, Kuhzunge, fettarme Suppe. Jemand die Dartscheibe mit einer Anschlagtafel verwechselt? Das ist eine Einkaufsliste. An einer Dartscheibe. Ja. Ey, die Idee ist gar nicht schlecht. Voll stylisch, eine Dartscheibe, wenn man eine alte irgendwo rumfliegen hat, einfach als Pinboard zu nutzen. Sieht aus, als hätten wir hier auf dem Revier viel Spaß. Hm, vielleicht habe ich doch den falschen Beruf gewählt. Dart spielen? Ja. Monsieur, wohin gehen Sie? Ich spiele nur etwas Dart. Ist das okay? Normalerweise würde ich Nein sagen, aber ich bin neugierig, wie eine einfältige Person wie Sie sich dabei schlägt. Hey, was meinen Sie mit einfältig? Schon gut. Mal sehen, ob Sie besser sind als Eugen. Ein wenig Konzentration. Zielen. Und so. Ups, in die Wand. Das war ihr erster Versuch. Viel Glück beim nächsten Mal. Ups. Auf die Pflanze zu pinkeln ist verboten. Es ist verboten, auf die Pflanze zu pinkeln. Hm, das weckt in mir Ideen. Monsieur. Monsieur! Sie dürfen da nicht hingehen. Hey, was machen Sie da? Was zur? Hände über den Kopf, sofort.
Hey, ich sag dir sofort. Aber ich habe meinen Reißverschluss noch nicht hochgezogen. Dann machen Sie schnell. Verstecken Sie das. Verstecken Sie das Ding. Oh mein Gott, Sie haben die Pflanze total geflutet. Tut mir leid, ich konnte dem Drang nicht widerstehen. Ich konnte die Toilette nicht finden. Ich kann es nicht glauben. Wir haben extra dieses Schild angebracht, nachdem schon letztens passiert ist. Oh, das hat noch jemand gemacht. Cool. Ab ins Gefängnis. Kommen Sie. Bewegung. Sie pissendes Schwein. Ups. Björn Thun, angeklagt, sich in der Öffentlichkeit erleichtert zu haben. Such nächstes Mal besser nach der Toilette.